So, hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge Friday. Diesmal moderiere ich an und wir spielen wieder mit Johnny GLP. Hallo. Wollte gerade sagen, sag mal hallo. Hallo, Ibims. Genau, wir Der wollen. Bärtige. Ja, also wenn ihr wissen wollt, wie der junge Mann aussieht, dann müsst ihr halt einmal auf seinen Kanal gehen. Vielleicht verlinke ich ihn auch hier, ne? Wenn er nett ist in dieser Runde. Ich glaube nicht. Ja, wenn du Jason bist, bestimmt nicht. Nee, ich hoffe, ich bin Auch Jason. ich werde dann nicht verschont. So. Ja. Wir haben übrigens einen Lauf, ne? Wir in den letzten Folgen, in der letzten Folge, so, die haben wir jetzt einen aufgenommen, haben wir ja eine Siegessträhne angefangen, sozusagen. Wir haben zweimal, konnten wir souverän entkommen. Und, aber das Bild ist geil gerade. Krass. Voll abgelenkt. Also, eigentlich ist es verstörend, aber ich Also, wenn fand's du ganz das cool. Gleiche hast wie ich, dann wissen wir, Wie worauf du so abfährst. Warum hattest du gerade die Blondine im Wasser? Ah, okay, Oder? nein, Ne, ich hatte die auch dann bist du nicht. vielleicht noch nicht ganz so verstört oder Ich hab gerade hier den gestörter. Mas der Mascara-Typ, der wurde gerade von Jason da in die Mangel genommen. Der Mascara-Typ? Ja, warte, ich zeig dir den gleich. Ich wollte gerade sagen, also wenn wir den Überlebenden alle so Special-Namen geben, dann musst du mir erstmal. Ja, aber ich sag dir, wer der Mascara-Typ ist. Wie hat der Danger hier nochmal genannt? Der hatte so ein geil. Lipgloss! Da heißt nicht wirklich einer Go Go Power Rangers, ne? Das ist voll cool, Alter. Norbert ist auch geil, aber was das danach heißt, Norbert, weiß ich ja. nicht. Norbert, bin keine Ahnung. Ja, Hunda ist auf jeden Fall Ungarn, ne? Stimmt. Ne? Hungary, ja. Genau. Aber dahinter so es weg, keine Ahnung. Es Norbert das. ist weg, heißt Boah. das. Es wird nicht besser, Nee. liebe Zuschauer, es wird nicht besser. Es kann Nee. nur noch schlechter werden. Ach so, warte, ja. Ich wollte gerade sagen, warum geht's nicht weiter, aber hier warten wir noch auf Spieler. Ja, MacG. ein, zwei Folgen müsst ihr halt noch warten, dass ich euch ein bisschen was dazu erkläre. Vielleicht kennt ihr das Spiel ja auch schon. Du kannst es auch so erklären. Ich Ja, aber ich will meine. halt nicht die ganze Folge über immer irgendwie nur so erklären oder so. So, es geht rund. So, bitte lass den Jason eine Axt haben, dann bin ich schon mal froh. Was? Sehr schön. Ja, es tut mir auf jeden Fall leid, dass Jawohl! bei dem Intro euch immer die Ohren wegfliegen. Das Problem ist, Boah, man das ist kann es echt halt leider nervig. nicht I can't einstellen. believe he killed them. Weil, wenn wir halt die Lautstärke irgendwie jetzt halt runterstellen, dann ist es hier im Spiel halt extrem leise. Das, ja. Mal, hier irgendwo sind doch Leute. Hallo. Das machen wir erstmal hier kurz zu. Hallo. Und da kann ich euch ja noch mal einmal hier kurz zeigen, was wir halt letzte Mal gesagt haben, ist mit der Polizei entkommen. Da muss man halt schon vier Sachen für machen. Zack, der erste ist down. Wir gucken mal, was wir als erstes finden und dann zeige ich euch, was wir dafür noch finden müssen oder machen Ich hatte müssen. den gar nicht mehr in der Hand. So. Stirb, Radio. Die Türen sind auf jeden Okay. Fall easy, oder? Also, wir haben eine Batterie gefunden für Auto. Das heißt, wir haben hier einen Viersitzer und einen Zweisitzer. Der Name sagt schon, wie viele damit entkommen können und brauchen dafür aber halt nicht nur die Batterie, sondern wir müssen auch den Tank auffüllen und wir müssen auch einen Schlüssel finden. Das heißt, wir müssen drei Sachen machen und müssen das Auto auch selber fahren. Das wusste ich beim ersten Mal nicht. Ja, war sehr lustig. Ja. Bin froh, dass wir das da noch nicht aufgenommen haben. Das war ein bisschen peinlich. So. Jemand? Nein, hier ist keiner. Ja, ich bin Jason, ich bin jetzt halt natürlich in der Mörderrolle. Ich habe eine Fähigkeit, die habt ihr jetzt gerade schon gesehen hier, ich kann mich teleportieren. Shit. Und ich wollte gerade sagen, ja, ich bin Und. hier und da und wieso sage ich, dass ich schon eine Batterie habe? Boah, du hast. Was für ein Schwein, ne? Der sagt gar nicht sofort, dass der Jason ist. Ja, hab ich doch gesagt, weißt du, warum ich mich so gefreut hab? Ach, guck mal an, so, jetzt habe ich Ja. hier
Die zweite Fähigkeit ist, ich kann in Häusern gucken. Also ich kann hier mir anzeigen lassen, highlighten lassen sozusagen, wo in welchem Haus jemand drin ist. Dazu muss ich aber in der Nähe sein. Ja, Kollege, der Schuss ging daneben. Hallo. Das Problem ist, wenn wir halt was tragen, wie dieses Teil, dann können wir halt keine Waffe tragen. Wir haben noch keine Karte. Ah, steh auf, Mann! So. You cannot die. Deswegen habe ich keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. So, jetzt lass uns ein bisschen rennen. Dann kann ich euch auch die nächste Fähigkeit zeigen. Das ist so ein kleiner Sprint. Ja, rennen. Lauf, Schlappe, lauf! Ich hab Spaß, merkst du? Ich glaube, Jason ist dein Ding, ja. Blöde Stück Scheiße. Oh, sie verbarrikadiert die Türen. Wie süß. Was ist hier noch drin? Die ist auf jeden Fall noch drin. Boah, ein bisschen, ne? Also es gibt verschiedene Jasons, die haben alle verschiedene... Hallo. Komm her, du Mistvieh. So. Ich muss mich jetzt leider ein bisschen bedeckt halten mit dem, was ich hier gerade vorhabe, weil... sonst weiß, wo ich gerade bin. So, wo ist denn? Ja, ist sie noch hier drin? Ne. Hallo. Hallo. Oh, da füllt doch jemand das Auto auf. Du da dir? Mit dem Kanister in der Hand? Ja? Bist du das mit dem Kanister? Ja, wieso? Ja, komm dann. Nein, bin ich nicht. Nein? Nein. Bist du wirklich nicht? Nein. Aber ich will ja nicht sagen, wo ich bin. Es ist echt ein bisschen kacke jetzt. Verdammt. Jetzt kann ich nicht wirklich hier sagen, was mein Plan ist. Aber meine Zuschauer sind ja schlau. Die wissen jetzt schon, was ich vorhabe. So. Wahrscheinlich hier. Hallo. Verdammt. Kannst die Falle ruhig hinstellen, Mega, das ist mir egal, wa? Oh, echt? Auch für die Wand braucht ihr so lange? Die ist wahrscheinlich schon rausgegangen, ne? Oder? Jason kann auch Türen aufmachen übrigens. So, ich glaube, jetzt habt ihr verstanden, ne? Und pass auf, jetzt machen wir das so. Ich glaube, jetzt habt ihr verstanden. Bloß nichts sagen. Ja, natürlich nicht. Wir nehmen jetzt das, ne? Und lass das da liegen, weil, ne? So. Ich mache hier gerade Handzeichen. So, Krass, der einfach aus der Falle stiefeln kann, das ist richtig übel. Dollar, Alter! Er hat sich schon wieder ein Messer, das ist doch nicht wahr! Don't let him! Pass mal auf, Mädel, wo bist du? Komm her! Alter, was? Hat die mir die Maske runtergehauen? Das sieht aber dann gar nicht gut aus für dich, ne? So an die Maske. So. Weil, ja, wenn man Maske runterhaut und den Pulli von der Mutter hat, dann sieht's nicht gut für ihn aus. Ja, dann kann man mich killen. Das erkläre ich euch auch nochmal. Wohl ja, was gibt's da zu erklären? Man muss halt auf Jason draufhauen, bis er die Maske verliert. Man muss halt seine Hütte finden. Da ist dann der Pullover von seiner Mutter. Dafür muss man, ja... halt ein bisschen Hintergrundwissen haben von den Horrorfilmen, ne?
warum seine Mutter da liegt, etc. Bam. Und so. Was? Warum bin ich plötzlich im Haus? Was ist denn jetzt passiert? Hm? Hast du dich teleportiert oder was? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist, aber ich bin plötzlich ganz woanders. Was? Was war das denn jetzt? Nee, das will ich gar nicht. Ey. Eins abbrechen. Ach cool, guck mal. Hallo, Pippi. Komm her. Und Scheiße. Durch das Fenster. Hast du was dann? Tja. Ist die ganze Zeit gut gelaufen, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich vorhatte, aber ja. So, die Bullen sind da, habe ich gerade gehört. Also ich wollte eigentlich, ich habe die Batterie liegen gelassen, weil ich wusste, dass es da oben halt Karten gibt, ne? Und habe mir dann die Karte geholt, damit ich sehe, wo die Autos sind. Weil wenn ich jetzt die ganze Zeit mit der Batterie rumlaufe, kann ich mich ja auch nicht wehren und so weiter. Wollte die Karte holen, dann habe ich ja gesehen, wo die Autos sind und wollte jetzt dann halt natürlich mit der Batterie zum Auto und hätte mir dann halt die Knarre wieder geholt. Aber gut. Ja, das war jetzt halt Pech, dass er ausgerechnet sich dahin teleportiert hat und das auch noch aus Versehen. Er weiß ja nicht mal, wie er es gemacht hat. Aber Hauptsache, er war direkt neben mir. Ich war plötzlich da einfach. Ich habe jemanden getötet und da war ich plötzlich da. It started. Ach, guck an, die fahren mit dem Auto weg. Und zack. Glaube ich nicht das Auto, was wir nehmen wollten. Na, verdammt. Fuck, nein. Ja, und ich dachte beim ersten Mal, dass man ins Auto steigt und dann halt direkt so die Endsequenz kommt, wie man halt wegfährt und nicht, dass man tatsächlich auch selber fahren muss. Hallo! Cool. Ihr schafft es! Aber nicht, wenn ihr gegen einen... Oh, das war knapp. Aber er kann sie immer noch aufhalten. Wenn er sich dahinter... Oh nein, oh nein! Jetzt fahrt wieder nach vorne. Man sollte nicht versuchen, Jason zu überfahren, weil er halt das Auto, ja. Wahrscheinlich sehen wir das auch gleich, was man damit machen kann. Wo sind die denn jetzt? Go, 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 go! Nein! Nein! Ey, was? Jawoll! Boah, wie knapp, ey. Boah, das war echt knapp. Also man kann halt Jason halt auf die, auf das Auto draufhauen, ne? Ah. 4 von 7 getötet, naja, geht klar. Ja, komm, ist schon. Oder hast du sehr oft jetzt schon mit ihm geübt? Nein, ne? Nee, ich hab dabei jetzt das dritte Mal, dass ich Jason spiele. Ja. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß, Leute abzumetzeln. Was nichts über mich persönlich aussagt. Natürlich nicht. Ist ja nur ein Spiel. Ja, genau, ich bin ganz netter. Es ist aber, man ist einfach, das macht schon echt Spaß, weil man ist einfach über, so überlegen. So, das halt sagt geil. Gar nichts über deine Persönlichkeit aus. Man ist so überlegen. Ich meine, wann ist man in einem Spiel mal so einfach wirklich überlegen? Ne? Man weiß ja, man ist wirklich überlegen. Also Imba? Ja, voll. Ich meine, ist er ja auch. Am Anfang jetzt nicht unbedingt, weil da ist ja noch voll die Graupe so. Aber je länger man spielt, desto stärker wird Jason ja auch. Habt ihr ja gesehen. Ich habe nach einer Zeit immer mehr Fähigkeiten gekriegt. So die erste Fähigkeit ist halt teleportieren, damit du überhaupt erstmal irgendwo hinkommst. Die zweite ist dann diese Sicht, dass ich angezeigt kriege, in welchem Gebäude jetzt gerade jemand ist. Oder halt auch so rot gehighlightet wird, wenn ich das anmache. Die dritte Fähigkeit ist dann dieser Sprint, den ich auch ab und zu gemacht habe. Und die vierte Fähigkeit ist Stalken. Das heißt, du kannst dann die Geräusche, die die anderen hören, also diese Musik, die dann gespielt wird, die wird dann nicht mehr gespielt, wenn du das anmachst. So. Und das verschafft einem natürlich auch Vorteile. Gerade wenn halt größere Gruppen aufeinander hängen oder so, kannst du dich schön überraschen. Und mit diesem Sprint, den ich da gemacht habe, da
den habe ich noch nicht so ganz drauf, wie man gesehen hat, weil man muss wirklich gut timen, dass man aus dem Sprint rauskommt und sofort einen packen kann. Das ist nicht so einfach. Kann man den nicht einfach hier mal kicken? Boah, geht hier mir gerade um den Sack, ey. Erstmal muten hier die Leute, so. Ja, das ist auch ein Grund, warum ich mir das Spiel erst nicht holen wollte, weil es halt doch ein bisschen unbalancen. Also das, da sollten die eigentlich noch ein bisschen dran feilen. Aber gut, das hat man halt bei Dead by Daylight auch. Ich finde es gar nicht so unbalanced, ganz ehrlich. Du hast es ja gerade selber gesagt. Also, man ist übertrieben krass so, aber ist man bei Dead by Daylight ja auch als Killer? Nein. So, ja, natürlich. Nein. Hier ist halt nur noch krass, hier kannst du dich sogar wehren als Überlebender. Das ist doch voll geil. Ja, das heißt ja noch lange nicht, dass nur weil du bei Dead by Daylight dich nur passiv wehren kannst, dass man sich gar nicht wehren kann. Ja, aber das finde ich ja schon voll mongohaft. Das ist halt bei uns eine Grundsatzdiskussion, ja. Ja, genau. Weil Johnny G halt Dead by Daylight einfach nicht spielen kann. Nee, ich bin das zu blöd für. Ich bin einfach nicht der eigentlich nicht der Wegrenntyp so. Ich bin eher der volle Möhre drauf Typ. Das hat man ja gerade gesehen, oder in der letzten Folge hat man es ja gesehen, ne? Alle anderen rennen weg, was mache ich? Ich renne durch die Häuser und leg rein. Da, das war Mascara Boy. Der Typ mit dem roten Pulli um. Jetzt habe ich leider nicht hingeguckt, weil ich was getrunken habe. Toll. Ich habe jetzt nur wieder den BWL-Studenten gesehen. Ja genau, der, das ist der Mascara-Boy. Ja, aber der hat doch schon einen Namen. Ach, der BWL-Student ist also. Der hat mehrere Namen, der ist Die Eltern wussten jetzt nicht, ob die den Mascara-Boy oder BWL-Student nennen sollen. Irgendwas wollte ich jetzt... Ach, jetzt habe ich es vergessen, verdammt. Ja, also man merkt, dass ich hier auch schon ein bisschen mehr so wie DBD auch spiele. Also etwas versteckter und passiver und ja. Ja, bei mir das genaue Gegenteil. Aber man muss auch sagen, ich habe aber auch so einen Charakter genommen. Ne? Also man muss ja auch ein bisschen gucken, wie spielt man. Und dementsprechend nimmt man natürlich auch den Charakter mit seinen Attributen. Macht natürlich keinen Sinn, jemanden zu nehmen, der irgendwie nur eins stärker hat und mit dem willst du dann draufkloppen oder so. Ja, ich habe ja auch einen ziemlich passiven Charakter eigentlich, aber dadurch, dass die halt Schleichen so hoch hat, kannst halt joggen die ganze Zeit so auch im Haus und der hört dich nicht unbedingt sofort, ne? Dadurch kommst du halt ziemlich schnell an Gegenstände und so, womit du dich dann halt auch wieder wehren kannst. Der war auf jeden Fall gerade hier. Du bist jetzt nicht wieder Jason, ne? Oh, nein, nein. In dem gelben Haus, falls du eine Map hast. Nein, habe ich nicht, aber ich sehe. Okay, wir wagen uns mal raus. Wo ist denn dann das Auto? Ganz im Osten und ganz im Westen. Und beides eher südlich. Ganz im Osten, ganz im Westen. Okay, dann laufen wir mal dahin. So, ein bisschen die Bude durchsuchen hier, aber ich glaube, ich habe alles. Ah, ne, ein Taschenmesser auch noch. Sehr schön. Man kann sich halt auch in Schränke und so verstecken. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt habe, aber ist auch ziemlich unspannend eigentlich. Man versteckt sich halt. Also, man könnte tatsächlich auch das Spiel so spielen, dass man 20 Minuten lang im Schrank sitzt. Ja. Also das Spiel geht, eine Runde geht immer 20 Minuten, es sei denn, es sind natürlich alle tot oder alle entkommen. Dementsprechend könnte man tatsächlich auch so spielen. Also. Ne, wenn die Bullen gerufen wurden, kann es auch in 5 Minuten dann schon Ende sein, wenn alle abhauen. Toll, es ist ja genau an dem Auto, an dem ich jetzt hinlaufen wollte. Das ist toll. Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Bist du denn da, wo die Batterie jetzt gerade ist? Bist du oder was? Ich hab die Batterie. Ich bin die Batterie. Ja. Ach so, dann bist du. Ach, da unten bist du, okay. Genau, und ich hab den gerade da unten auf der Minimap, hab ich den gesehen, wie er da rumlungert. War ich jetzt hier in dem Haus vorhin drin? Hattet ihr eigentlich mal ausprobiert, wenn man die Batterie oder sowas einfügt ins Auto, ne?
Und ja. Man verkackt dann dabei, ne? Hört der das ja. dann? Nein, aber der hört ein Geräusch, wenn die Batterie, also wenn, oder? Doch, gerade habe ich als Jason ja gehört, wo einer getankt hat. Dann hat der wahrscheinlich verkackt. Ah, okay. Dann werde ich die Batterie bestimmt jetzt nicht einfügen. Ja, der hört dann halt auch so ein Glucker-Geräusch, ne? Als wenn du dort auftankst. Ich weiß aber nicht, ob du das generell hörst. Mm. Oder nur, wenn du verkackst. Also es ist wie bei DBD, ne? Wenn man hier solche Sachen macht, dass man halt, sag mal schnell. Was? Ich spiele DBD nicht. So Quicktime-Event hat. Quasi. Ach so, ja genau. Ich kam jetzt nicht drauf. Auf das Wort. Schnellzeitdrück. Was? Schnellzeitdrucksystem oder was? Ja genau. Boah, ich weiß nicht. Hat der jetzt hier irgendwo noch oder nicht oder doch oder? Wo ist der Mongo? Ach, ich hab Scheiß erzählt. Ich hab gar nicht die Batterie, ich hab die Tankfüllung. Ich hab Mist erzählt. Warum höre ich denn die Scheißmusik? Wo ist der Affe? Ja, die höre ich auch gerade schon wieder. Huch. Okay, Leute. Oh, ich laufe gerade. Ich weiß gar nicht, warum Reparieren jetzt bei mir so einfach ist. Ich dachte, Reparieren bin ich nicht so gut drin. Warum rennst du, Junge? So bescheuert. Und jetzt rennt er auch noch in eine Falle rein. Oh, toll. Seid ihr da zu dritt oder was? Zu zweit auf jeden Fall. Und ein so ein Vollidiot ist zu mir hingerannt. Oh, die Bullen wurden gerufen. Sehr schön. Und noch in eine Falle gelaufen. Geh weg von mir. Ich hab immer da. Alter Junge, hör auf zu rennen. Entschuldigung. Aber ich verstecke mich. Ja, ich mache hier immer einen auf Schleicher, weißt du? Und ich bin dann gleich der Arsch, der auch Fresse kriegt, nur weil der die ganze Zeit hier rumrennt, ey. Ich weiß genau. Jogge ich auch einfach die ganze Zeit so. So, jetzt haben wir wenigstens eine Map. Eine Map. Okay, wir könnten jetzt. Oh, da hinten ist er. Habt ihr gerade gesehen? Da hinten ist er. Okay, dann können wir ruhig. Dann können wir ruhig jetzt ein bisschen rennen. Und die Batterie holen. Oder nein, tun wir doch nicht. So, ich laufe wieder Richtung Norden, in die Wohnung wurden gerufen. Finde ich sehr schön. Deswegen geht's Richtung Hauptstraße wieder. Ich habe es gerade echt kurz gesagt, der Briefkasten wäre Jason. Jason, du hast aber abgenommen. So. Oh, nein. So nicht, mein Freund. Oh, shit. Warum renne ich denn die ganze Zeit irgendwie gegen Bäume und so? Warum ist es so dunkel hier? Bist du gejagt? Ja. Du schaffst das. Ich hab vollstes Vertrauen in dich. Mhm. In dir, in dich, in dich, in dir? Ich weiß nicht. In du. In du. In du. Vollstes Vertrauen in deine Künste. So, ha, perfekt umgangen. Kann der bitte weggehen? Steck mich jetzt einfach hier im Schrank. Schon. Und warte hier. 2 Minuten und 57. Das ist sehr spannend für die Zuschauer. So sieht's also im Schrank aus. Ich kann hier auch den Atem anhalten. Zack, da bin ich. Ey, Auto! Ein Auto! Ja, ich komme! Ich bin da! Hä? Wo kommst du denn her? Was ist das für ein Held, ey? Die Frau wird gejagt und er versteckt sie unterm Bett, ey. Ach ja. Also du wurdest jetzt gerade nicht gejagt, oder? Doch. Hä? Aber ich konnte ihn irgendwie abhängen. So, wir versuchen mal zur Hauptstraße zu kommen. Oh, so. Also ich bin safe. Das ist schön. Es freut mich. Du überlebst. Zuschauer. So, gucken, ja. Und zwar laufen wir dann einfach hier hoch.
Solange wir nichts hören, joggen wir auch. Problem ist. Ja, genau. Ja. Was? Ich habe nicht mal irgendwas gehört. Ich hatte jetzt überhaupt keine Chance. Ich habe nichts gehört, nichts gesehen. Hat sich direkt vor mir hingeportet. So, die ist auch super. Die genießt die Aussicht hier und macht einfach gar nichts. Oder jetzt läuft sie los. So, wie viele haben wir denn noch? Wir haben noch drei Leute. Nee, vier. Oder eins, zwei. Vier? Nee, drei. Ja. Eins, zwei. Die letzten drei sind am Leben. Genau. Ich bin gemeuchelt worden, du bist entkommen. So, der Schwappe hier, der. Genau, das ist der Held, der sich unter Bett versteckt hat. Der ist nicht der coolest Monkey in the Jungle auf jeden Fall. Wie kann man auf so einen Namen, also auf so einen Spruch kommen? Ich verstehe es einfach nicht, ey. Der hat aber extrem hohe Stärke, das heißt, wenn der dem Jason einen verpasst, der kippt auf jeden Fall aus der Latschen. Ja, toll, und der nimmt sich eine Knarre, weißt du? Ja, das ist natürlich sehr schlau. Ja. So, hier, Tommy Jarvis ist auf jeden Fall der übelste Sprinter. Ist er schon da? Der ist mega schnell, ja. Ah ja, okay. Und der war Tommy? Den kann man halt spielen, wenn... Genau, das wollte ich gerade mir gerade erklären, man, ja. Wenn man stirbt so... dann hat man halt die Chance, als Tommy Jarvis wieder zurückzukommen. Es sei vorausgesetzt, dass halt die anderen Spieler schon mit dem Funkgerät Hilfe gerufen haben. Also aber ist das nicht auch so, wenn man entkommen ist, dass man als Jarvis wieder zurückkommen kann? Nochmal? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Das habe ich. Also das ist random, ne? Das ist so random, dass einer ausgewählt wird und genau, dann... Genau, wenn mehrere sterben, in kurzer Zeit natürlich, dann ist es random, wer Tommy Jarvis wird, ne? Wenn nur einer gestorben ist, ist ja klar, dass er da dann wird. Was will er denn? Wollen sie jetzt Kinder in die Eier packen, oder? Ich wollte gerade sagen, was tasten sie sich so aneinander ran, oder was machen die da? Also auf jeden Fall schlau, wenn ein Killer hinter dir her ist, einfach mitten auf der Straße zu... Falsche Seite, Alter! Wo rennt ihr denn? Was? Oh, da ist er. Ja. Bam. Ja, kommt, jetzt lauft, ey. Was warum tanzt sie? Boah, oh, der hat Wurfmesser. Der Wurfmesser hat übrigens jeder, Jason. Ja, aber manche fangen damit schon an und sowas, ne? Ja, genau, aber man fängt ja in dem Raum da von Jason an und da hängen so oder so immer zwei Wurfmesser, also... Okay, ja. Die eine ist, glaube ich, jetzt fresh, ne, oder? Ne, Messer. Wie provokant einfach. Was? Richtig mitgegeben. Und er gibt mir eine. Was ist da los? Ja, also wenn man natürlich provoziert und dann noch entkommt, ist natürlich lustig, ne, aber... Ich hab irgendwie voll das verbackte Spiel, jetzt schwebt der Bullenwagen hier rum. Du überlebst! Und wieder... Ah ne, gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wieder haben wir zwei Spiele lang überlebt, Mommy, aber... Stimmt ja gar nicht. Nein. Du bist ohne mich gegangen. Der ist halt gemein, ne? In der ersten Runde habe ich dich getötet so und in der zweiten bin ich einfach ohne dich gegangen. Ja, ja. Ja, aber ich habe dich auch gar nicht gesehen. Bei der ersten Tusa hast du noch gefragt, bist du das? Bei der zweiten hat er direkt knack. Gar nicht gefragt, so direkt um die Ecke. Ich hatte halt gerade den Sprint so aktiv und dann dachte ich mir, okay, jetzt musst du schnell machen, so. Dann habe ich einfach vergessen zu fragen. Ja, du sollst ja auch keine Rücksicht nehmen. Wenn du Jason halt bist, dann ist das halt so. Vor allen Dingen sah die auch genau, du sahst genauso aus. Nee, gar nicht. Nein, die hatte nämlich ein Totenkopf-Oberteil. Ja, aber da habe ich gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Männer, weißt du? Die sah genauso aus wie du. Okay. Die hatte bestimmt eine andere Frisur nur, deswegen habe ich das nicht mitgekriegt. So. Ja, das soll es dann auch für diese Folge wieder gewesen sein. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Und ja, wie gesagt, an meine Leute, schaut auch mal bei die Shane vorbei. Link in der Beschreibung. Und... ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin, man hört und sieht sich. Tschüss.